Gut, an das Niveau von heute Morgen werde ich jetzt nicht mehr heranreichen können. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist. Ich fand das sehr spannend heute Morgen. Ich fand vor allen Dingen spannend das Interview mit Frau Thörmer und Herr Böß, weil das so in der Pflege, in der Praxis häufig nicht möglich ist, dass Leute so Auskunft geben können. Ich selber arbeite noch neben dem DZD noch auf einer Sozialstation, also ganz normal in der Pflege, und da haben wir es dann auch mit einer Klientel häufig zu tun, die nochmal eine Stufe später uns herbeiziehen, hinzuziehen, und die können dann zu ihrem Verhalten dann häufig gar nicht mehr so Auskunft geben, also sie können es nicht erklären. Und dann stehen wir, denke ich, als Pflegende zunächst vor einem Verhalten, das wir vielleicht gar nicht so recht verstehen, das aber sehr belastend ist. Und von dem wir dann auch im Einzelfall nicht immer wissen, wie wir am besten damit umgehen sollen. Eine Möglichkeit, sich darüber zu verständigen, das hatte gerade Detlef Rüsing gesagt, sind Fallbesprechungen. Ich werde jetzt einleitend dazu in den kommenden 15 Minuten etwas darüber sagen, wie man dieses Verhalten, um das es geht, beschreiben kann und wie man mit dieser Beschreibung auch einen Zugang dazu gewinnen kann. Denn ich denke, so wie wir das Verhalten bezeichnen, sagt doch etwas über unsere Haltung aus, mit der wir diesem Verhalten begegnen, und das bestimmt, wie wir damit umgehen. Kennzeichen einer Demenz sind sicherlich kognitive Beeinträchtigungen. Das ist gerade für die Diagnostik besonders wichtig, aber eben auch psychische Symptome wie Angst, Depressivität, Wahn, Halluzination oder Verhaltenssymptome wie eben Unruhe, Aggression, Schreien, Rufen, Fluchen, Enthemmung. Die Wissenschaft, medizinisch ausgerichtet, spricht von Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia, BPSD. Wie häufig kommen diese Symptome vor? In einer Überblicksarbeit zu dem Vorkommen von BPSD in Pflegeheimen, eine internationale Übersichtsarbeit, zeigten 82% aller Bewohnenden ein Symptom. Was Sie da auf der Folie grau hinterlegt sehen, ist die Spannweite, also der unterste und der oberste Wert in den einzelnen ausgewerteten Studien. Und das, was da zum Teil mit Buchstabenkombination dahinter steht, ist das Instrument, mit dem das erhoben wurde, wenn es denn ein einheitliches Instrument war. Die häufigsten Symptome sind Agitation, also Unruhe und Apathie. Depression, Zeichen von Depression zeigt immerhin jeder fünfte Bewohner. Wahn ist in der Regel häufiger als Halluzination. Individuell können die Verläufe aber sehr unterschiedlich sein. Das heißt, ein Mensch mit Demenz, der am Anfang seiner Erkrankung vielleicht aggressiv und enthemmt war, kann dann im weiteren Verlauf apathisch sein oder depressiv. Warum ist dieses Verhalten so bedeutsam? Nun, auf der einen Seite verbinden sich damit für die pflegenden Angehörigen nicht nur eine höhere zeitliche Beanspruchung, sondern sie empfinden auch ein Verhalten wie Aggression, Unruhe, vor allen Dingen nächtliche Unruhe, als sehr belastend. Und es verbindet sich so im Durchschnitt auch mit einem höheren Grad an Depressivität. Und für beruflich Pflegende ist es ganz ähnlich. In Pflegeheimen empfinden die verantwortlichen Pflegekräfte Agitation, also Unruhe, Apathie und Aggression als besonders belastend. Und das Belastungserleben kann dann ganz ähnliche Ausmaße annehmen wie das Belastungserleben von pflegenden Angehörigen in der häuslichen Pflege. Im Krankenhaus sind es insbesondere Nahrungsverweigerung, Umherirren auf Station oder auch nächtliche Unruhe, die besonders belastend sind oder belastend empfunden werden von den Pflegenden. Ich denke, das ist auch nicht besonders überraschend. Also da kann Common Sense, den wir heute schon mal hier strapaziert haben, einem das leicht erklären, wenn man sich die routinemäßigen Abläufe im Krankenhaus vorstellt und sich dann klar macht, was passiert, wenn man nicht die entsprechenden personalen Ressourcen und das Wissen vorhält, um mit entsprechenden Verhaltensweisen umgehen zu können. Diese Verhaltensweisen erhöhen auch die Wahrscheinlichkeit, dass die betroffenen Personen vorher oder früher in ein Heim einziehen. Sie steigern die Kosten in der Betreuung von Menschen mit Demenz, vor allen Dingen aber Professor Cohn-Mansfield hat heute schon mal darauf hingewiesen,
Haben sie auch Einfluss auf die Lebensqualität? Also wie fühlen sich die Leute? Was zeigen sie? Was sagen sie? Die Betroffenen selber verweisen insbesondere auf alles, was so die Stimmung, die Gefühlslage betrifft, als wichtig für ihre Lebensqualität. Also Angst, Depressivität ganz stark beeinflusst die Lebensqualität, aber eben auch so Verhaltensweisen wie Apathie. Für die Pflegenden, sei es die pflegenden Angehörigen, auch die beruflich Pflegenden, ist es dann insbesondere die Unruhe, von der man annimmt, dass sie die Lebensqualität beobachtet, dass sie die Lebensqualität beeinflussen. Detlef Rüsing hat jetzt einleitend schon darauf hingewiesen, auf die Rahmenempfehlungen. Es gibt zur Begrifflichkeit keine einheitliche Definition. Man muss auch immer sehr aufpassen, was man unter bestimmten Begriffen wie Agitation eigentlich versteht. Je nach Instrument ist das unterschiedlich. Die Rahmenempfehlungen, die hier in Witten entwickelt wurden, die Rahmenempfehlungen für den Umgang mit herausforderndem Verhalten bei Menschen mit Demenz, kennzeichnen aber einen Perspektivwechsel. Hatte man vorher noch von Verhaltensstörungen, Verhaltensauffälligkeiten, Verhaltensproblemen gesprochen und damit gemeint, dass das beobachtete Verhalten von einer vorgegebenen Norm abwich, meistens so etwas wie der Stationsablauf, und entsprechend negativ bewertet wurde und zielte dann eigentlich alles darauf, dieses Verhalten abzustellen oder zumindest so weit zu verändern, dass es reinpasste oder besser hineinpasste, so sprechen die Rahmenempfehlungen jetzt von herausforderndem Verhalten. Das Verhalten des Menschen mit Demenz ist eine Herausforderung für andere. Und es wird auch nicht mehr, kann auch nicht mehr zurückgeführt werden allein auf eine innere Ursache, also die neurodegenerativen Veränderungen, die Demenz, sondern es entsteht in der Interaktion des Menschen mit Demenz mit seiner Umgebung. Dabei können äußere und innere Ursachen zusammenwirken. Und das ist ein Modell, wie es auch Professor Cohen Mansfield vorgestellt hat, oder es ist eine Vorstellung, wie sie auch von ihren Studien her unterstützt sieht. Dabei zeigt sich das Verhalten selber auch abhängig von seinem Kontext. Also Hin- und Weglauftendenzen können je nach Kontext, zum Beispiel in einer baulich veränderten Umgebung, keine Herausforderung mehr darstellen. Also so nicht mehr auftreten oder nicht mehr als Herausforderung sich darstellen. Für den betroffenen Menschen mit Demenz ist das Verhalten aber immer sinnvoll. Ich habe da heute dran gedacht, als Herr Böß sagte, so, man hörte das nur so nebenher, weil das Mikro nicht ganz drauf gerichtet war, was er so gerne macht, und sagte er immer laufen, laufen, laufen. Und da dachte ich mir, okay, was passiert, wenn er das nicht mehr so darstellen kann, wenn er das nicht mehr begründen kann? Dann haben wir es mit einer Unruhe zu tun. Und jetzt ist die Frage, für ihn ist das sinnvoll, aber für uns besteht die Herausforderung damit, den Grund für sein Verhalten herauszufinden, um das Verhalten zu verstehen. Der Betroffene selber kann diesen Grund so nicht verständlich machen und häufig stößt er oder bewegt er sich dann eben auch in einer Umgebung, die für ihn nicht verständlich ist, sodass er keinen adäquaten Ausdruck für seine Bedürfnisse oder Probleme für sein Anliegen finden kann. Aufgabe, um eine Intervention dann gezielt zu planen, ist es, dieses Verhalten zu verstehen. Das heißt, es geht nicht wie in einem Kochrezept. Also ich habe hier ein Verhalten und da reagiere ich da so und so drauf. Sondern, das hat ja auch Professor Cohen Mansfield immer wieder betont, man muss im Einzelfall gucken, was steckt hinter diesem Verhalten. Was ist der Sinn, was ist die Ursache dafür? Dafür muss ich die Perspektive des Menschen mit Demenz in den Mittelpunkt des Prozesses, des Pflegeprozesses rücken. Ich muss in einem ersten Schritt schauen, dass ich das Verhalten beschreibe in seinen Entstehungsbedingungen, um es dann in einem weiteren vor dem Hintergrund der Beeinträchtigungen, der Biografie oder auch dem Kontext zu verstehen. Die Rahmenempfehlungen, und das entspricht auch dem, was wir heute Morgen gehört haben von Professor Cohen Mansfield, empfehlen dazu ein Strukturmodell. Das Need-Driven Dementia Compromised Behavior Modell, schwieriger langer Name, NDB. Das ist ein Bedürfnismodell, das heißt, das Verhalten des Menschen mit Demenz wird verstanden als Ausdruck eines unerfüllten Bedürfnisses. Ich erinnere, das ist das letzte Modell, das Professor Cohen Mansfield auch vorgestellt hat, sehr komplex da vorgestellt hat.
Im Grunde genommen ist dann das herausfordernde Verhalten so etwas wie ein Kommunikationsproblem. Man muss dieses Bedürfnis erkennen, was nicht als solches für uns verständlich erst einmal mitgeteilt wird. Dieses Modell, das NDB-Modell, unterscheidet zwischen Hintergrundfaktoren, das sind situationsübergreifende Faktoren, also zum Beispiel die Fähigkeiten Gedächtnis, Wahrnehmung, aber auch die Fähigkeiten im Alltag, welche Tätigkeiten kann jemand noch selbstständig ausführen. Es gehört aber auch dazu die Persönlichkeit, also wie geht jemand mit Stress um? Ist es eher eine offene Persönlichkeit oder eher eine introvertierte Persönlichkeit? Dazu kommen situative, nahe, also dem Verhalten, dem beobachteten Verhalten naheliegende Faktoren, also die typisch sind für die Situation. Zum Beispiel hat jemand Durst, Hunger, hat jemand Schmerzen, wir haben das heute ja schon verschiedentlich gehört, fühlt jemand sich wohl, wie steht es aber auch mit der Umgebung, ist sie hell, ist sie laut, wie sind die Räumlichkeiten vertraut, wie steht es mit den Personen, die anwesend sind? Wie steht es mit den Personen, die nicht anwesend sind? Also vertraute Personen, die plötzlich fehlen vielleicht oder mit Bezugspflegekräften, die nicht da sind. Aus diesem Verhalten resultiert letztendlich das Verhalten, was wir beobachten. Also meinetwegen das Umherlaufen oder auch das Schreien oder auch Aggression. Je nachdem, mit welchem Verhalten wir es zu tun haben und vor allen Dingen in welcher Situation oder wann es auftritt, können mal Hintergrundfaktoren eine größere Rolle spielen, mal situative Faktoren. Nehmen wir mal an, das ist ja eine vertraute Situation, das Verhalten tritt immer wieder auf, dann werden es wahrscheinlich eher Hintergrundfaktoren eine Rolle spielen, die besonders um das Verhalten zu verstehen. Es ist eine neue Situation, beispielsweise nach einem Heimeinzug, dann wird es wahrscheinlich eher situative Faktoren sein. Immer aber gehören alle Faktoren, Hintergrundfaktoren wie nahe Faktoren zusammen. Also man muss sie zusammen sehen und ihrem Zusammenwirken für das individuelle Verhalten versuchen zu verstehen, um auf dieser Basis dann eine zielgerichtete Intervention zu entwickeln.